Genau, so geht das. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ, der Mod von Amazon, der es uns überleben gibt, mit dabei der Brummen. Oh ja. Christian ist anderweitig beschäftigt und ihr seht schon, wir sind wieder back auf unserer Standard-Map und auch auf unserem Standard-Server. Wir werden mit Sicherheit nochmal andere Maps antesten oder so, aber gerade hatten wir mal wieder Bock auf das gute alte, wo man sich auskennt, war. Ja. Und ja. Möchtest du dazu was sagen? Offensichtlich nee. Nicht. Ich bin auch schon direkt in der Nähe von Elektro gespawnt, weil ich schon mal ganz cool finde. Wie cool, dass wir wieder auf unserem eigenen Server sind. Achso, das war eigentlich das Wichtigste für dich. Nee, eigentlich nicht. Ich mag es nicht mit unserer Community, das Spiel, ich stinke alle noch mal. Ja, du lachst jetzt. Hast du schon mal mit einem von denen zusammengesessen? Unfasslich, ey. Die riechen wie Hardy. Quatsch. Ich habe noch auf der, bei der Gamescom ganz viele gesehen. Ja, die waren alle süß, aber wir zocken hier auf dem Server nur mit denen, die richtig der bestinken. Ach. Oh ja. Wer jetzt mit Herrn Axeln gerochen hat, der sollte sich mal duschen gehen. Boah. Ja, gut, ich habe Escape gedrückt. Ich bin direkt bei Elektro gespawnt, das finde ich schon mal ganz gut. Und ich spiele zum ersten Mal auf meinem neuen Monitor. Was total die Umstellung ist, von 23 Zoll auf 27 Zoll. Also eventuell sehe ich die Leute jetzt schneller und eventuell bin ich noch blinder als sowieso. Ich bin dabei, wenn du sich derzeit 19 Zoll habe. Du hast aktuell 19 Zoll? Alter Vater, das wird die Riesenumstellung für dich. Dick, bestimmt dick einen auf die Fresse. Also, das wird voll der Hammer sein für dich. Ich hatte 23 Zoll bestimmt, den Johnny hat immer schon richtig krass groß. Ja, das ist hier schon ein kleiner Fernseher. Ja, das, also ich meine, ich habe auch noch meine alte Maus oder so. Ich, ja. Jetzt endlich kommt bald neues Equipment. Endlich! Juhu. Ja, bei mir liegen die Teile schon größtenteils neben mir. Ja. Weil sobald in dem Moment, wo der Rechner kommt, kann ich nicht mehr, ja. Die nächsten 4 Stunden dann ungefähr mich beschäftigt. Meinst du, baust du den noch vor deinem Urlaub zusammen? Ja, sicher! Ganz ehrlich, wir sind ja, ich kann es ja sagen, das kommt ja so spät heraus, wir sind jetzt, wo wir aufnehmen, gerade diesen Freitag, werden wir bei Electronic Arts sein, Need for Speed anzocken. Guckt es euch an auf jeden Fall, die Videos, die waren extrem fett, oder die, wir wissen es noch nicht, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass sie extrem fett gewesen sein werden. Auf jeden. Genau. Und wenn die Post morgens kommt, dann werde ich vorhin auch mein Rechen zusammenbauen, wenn es sein muss. Die einzige Ausnahme wäre Freitagabend. Da muss die Post abgehen. Ja, Freitagabend, meinst du, je nachdem, wie heftig das dann wird? Ja, genau, also das ist heftig. Ich meine, wir saufen ja nicht oder so. Wir sitzen da gemütlich zusammen und trinken vielleicht noch das ein oder andere festigen Bier. Und genießen unser Leben. So sieht's aus. Oh ja. Wo wir gerade bei EA sind, hier, ne? Man of Honor, auch Videos angucken, die waren extrem fett, muss ich sagen. Das hat viel Spaß gemacht, aber es war mega, mega kacke bei EA aufzunehmen von den technischen Voraussetzungen her. Ja, war überaus kompliziert, da hat der Bram wohl recht. Ja. Eine kleine Anekdote dazu, die waren tatsächlich, hatten die selbst keinen Zugriff auf ihre Server, um die Map zu wechseln. Das fand ich ziemlich lustig. Und wir durften nur eine bestimmte Map aufnehmen, die natürlich nicht kam. Das war sehr, sehr kompliziert alles. Und zeitaufwendig. Aber bei Need for Speed soll alles besser werden und ich bin da. Und wir lassen uns doch eines Besseren belehren, wa? Ja, auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann meckern wir einfach wieder. So sieht's aus. Und die nördliche Feuerdingens hier, Feuerwehr, ist schon mal richtig scheiße von Elektro. Oh, geil. Da ist schon mal nichts drin gewesen. So viel? Gleich zweimal nix? Jesus, was killt? Jesus, du bist wunderbar! Da war zwar eine Leiche drin, aber die hatte so viel dabei wie ich. Traurigerweise. Und meine Frames sind leider aktuell nicht gut. Das finde ich in Ordnung hier von der Sie. 18, 19, yay. Ja, das Game ist oder so nicht so der Mega-Server. Muss man leider mal sagen, Jungs. Da könntet ihr euch etwas mehr anstrengen. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video veröffentlicht wird, wird der Server auch nicht mehr existent sein, vermutlich. Vermutlich nicht, ne? Hab ich gerade einen reden hören? Jesus hat zu dir gesprochen. Ich glaube auch.
Auch ich blute oder was? Nee, wie gesagt, mit dem Server sehr ärgerlich. Ihr kriegt das selber mit, wenn ihr uns mal nachjoint. Ständig stürzt ihr ab oder so. Viele Lags. Das können andere sicher besser. Na, Nitrado, wenn ihr da jetzt seid, ruft uns mal an. Meinst du, die Nitrado-Server sind besser oder was? Oh, da läuft einer auf der Schule rum. Glaube ich auch nicht. Das ist das Problem. Ich glaube nicht mal, dass die Hoster da unbedingt was für können. Ja, das weiß ich nicht. Das liegt, glaube ich, auch am Spiel. Oder auch an der Struktur, wie das Ganze aufgebaut ist. Weil das ist ja nicht für eine halbe Million Leute mal ursprünglich konzipiert worden. Der Supermarkt in Elektro ist komplett leer. Ah, ne, hier ist ein... Bin tatsächlich mehr Leute, die sehen, als die unsere Videos gucken. Ja. Skandalös. In der Tat, boykottiert DayZ. Oder guckt mehr Videos. Sucht euch aus. In der Schule sind schon wieder, da fliegen schon so viele Fliegen rum wieder. Komm, jetzt hier eine Waffe, damit ich endlich mal jemanden in der Schule wegsnacken kann. Das ärgert mich immer noch, wie ich da in die Schule reingelaufen bin, voll equipped, weil ich dachte, ich hätte den weggesnackt. War ziemlich lustig. Ach, das war scheiße. Oh ja. Und lustig. Ach, die Crowbar muss man nicht nachladen. Was ist das denn? Wieso muss man die Crowbar nicht nachladen? Oder gibt es einen Patch? Ah, hier funktioniert übrigens bei mir wieder der Dingens oben nicht. Lol, echt nicht? Ich kann ihn mal kurz anmachen. Nope. Och, was für Noobies. Weiter Game, ich schwör bei Gott, war. Wenn ihr hier irgendwo wärt, ich würde euch auf die Fresse hauen. So lange Ladezeiten, das ist eine Unverschämtheit. Okay, also, mehr kann man schon Schule. Ich frage mich, warum hier alles so leer ist. Dracon ist natürlich nice. Ich gehe jetzt zur südlichen Feuerwache, wa? Da kommst du sowieso nicht mehr rein. Da sind allein an den vier Eingangstüren sind da so vier Lines mit Stacheldraht gelegt, sodass du auf keinen Fall drüber klettern kannst. Die einzige Sache, die du eventuell machen könntest, ist die Leiter hochklettern und in den Turm reingucken, gucken, ob irgendwas in Begreifreichweite ist. Der Hintereingang ist offen. Ja, hilft ja nicht, du kommst die Treppe, den Turm ja nicht hoch. Ja doch, das ist alles weg. Ach, das ist alles weg? Wer hat sich denn da die Mühe gemacht? Vielen Dank an den netten Herrn. Geil ist, der Turm ist auch komplett leer. Was ist hier ein Stern in Elektro los? Das ist nicht in Ordnung. Ja. Jesus, oh je. Oh, jetzt wird hier wieder geschossen. Hier sind übrigens ganz viele plattgetretene Zelte. What the fuck ist los? Gibt's einen Panzer in dem Spiel? Naja, aber du kannst Zelte auch mit dem normalen Auto platt fahren. Also das Elektro ist aktuell hier sehr, sehr enttäuschend. Na, zum gleich. Dennis, aka Jesus Christ Superstar. Aka Jesus. Oh, hier sind Doda. Hallo! Ich glaube, der will mich töten. Oh mein Gott, der will mich töten! Okay, der stirbt doch nicht wieder. Ich renn raus. Oh, disconnected. Sein Bobby. Okay, er hat mich nicht getötet. Ah! Weg der Zombie. Lol. Du Scheiß. Wow, und in dem Moment ist Rich ist gestorben. Er nennt sich ein Rich. In der Kirche ist einer. Der ist sogar ziemlich gut ausgerüstet. Sollen wir nicht mal zu dem gehen und mit dem über Gott reden? Wo sie schon mal hier sind. Ja, ich hab da so eine Frage. Wie war das nochmal mit der ewigen Erleuchtung? Wieso heißt es Dreifaltigkeit? Wie alt ist Gott wirklich? Ich finde ganz schön frech, hier laufen 1000 Leute rum, aber kein vernünftiger Loot am Start. So ein Scheiß. Bist schon in Elektro? Ich bin gerade am Krankenhaus. Leute, ich bin selber am Krankenhaus. Eine Leiche. Da
steht jemand. Unknown, Gandhi. Da bin ich. Jesus. Na, Schnucki. Hier sind keine Bloodbags drin, leider. Oh, da kommen ein paar Zombies. Oh. Ich höre da voll viele Leichen am Krankenhaus, aber ich habe die nicht gesehen. Ja, sind wahrscheinlich schon wieder geheilt worden. So. Könnte auch sein, dass die auf der anderen Seite lagen. Ja. Oh, da blutet das richtig in der Schule raus. Zieh dir das rein, ey. Ach, mal geil, wa? Weißt du, wo Dennis gerade ist? In der Schule? Genau, da ist er. Da reicht er jetzt auch rein. Guck mal, eine Headshot, das ist doch mal was. Wieso kann ich nicht schlagen? Ich kann nicht schlagen mit meiner Crowbar. Wo bist denn du genau? Warum doch? Hatten die Leichen was? Cool, der hat einen MP5. Verrecke Zombie! Nein. Oh. Oh Leute, du bist auch hier oben. Ja, ja. Bloodbag, Epipen. Move. Wie sich das hier anhört, ey. Das ist der Hammer. Oh, wer schießt? Bist du abgeschossen, Bram? Ja, bin ich. Aber ich lebe sofort wieder. Weißt du, von wo du abgeschossen wurdest? Weiß ich noch nicht. Und da bin ich wieder. Das ist von links. Ist das auch am Dach? Bitte loslaufen. Lol, wie krass, das ist doch jetzt scheiße gewesen. Da liege ich da, ja, werd wieder wach, was macht meiner? Der muss erst aufstehen, die Waffe richten, um sich dann wieder hinzulegen. Was ein Motherfucker-Spiel, ey. Was ein schlechtes Spiel. Ohne Spaß, wir müssen bald aufhören, Daisy zu spielen. Wieso? Weil mich das Spiel gerade anfloppt. Ich höre die Reden. Wenn die Standalone-Version machen, die wird nicht gut, dann trete ich den eigenhändig in die Eier. Eigenfüßig trete ich den in die Eier. Wie komme ich denn jetzt, wenn ich eine Schusswaffe hätte? Ich hab einen MP5 fallen lassen. Ja, aber ich glaube, die sind deine Leiche schon am Looten. Soll man die auf dem Dach drauf? Ich glaube schon. Guck mir das jetzt an. Alter. Ich schlag's ihm oder Crowbar! Warte, wenn du wenigstens einen Headshot hättest. Sie kriegen mich nicht down! Warum stirbt der nicht? Verreckt ihr Nutten! Ich sterb einfach nicht, wie geil ist das denn? Ah, jetzt bin ich tot, scheiße. Und die stehen dann noch, wieso stirbt der nicht? Dann haben sie alles gegeben. Ich habe dich! Hast du denn wenigstens ein Leben genommen? Na, das wäre schön, die Crow macht ja kaum Damage. Ich habe denen aber ordentlich einen reingedrückt. Kannst du was aufnehmen oder bist du gerade selber nur am Laden? Loading leider. Immer noch. Dann wird's ein kleines Päuschen. BG. So, meine Freunde, aus der Sicht vom Brammen, ja, ihr geilen Schnucken, ich bin in Tano gespawnt und werde jetzt mal den Runner probieren mit geschmeidigen 15 Frames gerade. Ah, jetzt geht's wieder hoch, okay. Wunderschön. Die Runner-Taktik, wie so oft, ihr habt ja schon 100 Male mit Peter gesehen. Kirche, Supermarkt, Feuerwache, nördliches Krankenhaus. Und dann gucken wir, ob er noch lebt. Da kommt schon mal der Freundin. High five, bitch. Bist du links von Tscherno gespawnt? Ich bin...